Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 22 Karriere mit Jan Zentrale. Und unser nächster Gegner ist hier direkt mal West Ham United. Für uns kein unwichtiges Spiel, denn wenn man hier mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle wirft, sehen wir schon, wir haben 20 Punkte, stehen auf Platz 5, haben aber ein Spiel weniger. Und auf Platz 1 können wir uns auch mal ganz kurz angucken, haben wir hier gerade Aston Villa. Und da konnten wir halt wirklich gut rankommen, wenn wir hier noch ein paar Punkte holen. 3 Stück brauchen wir natürlich, das wäre das Beste. Dann sind wir da ganz nah dran, bis auf einen Punkt an der Spitze dran. Klar, Leeds kann auch vorbeiziehen, dann wären es vielleicht 2 Punkte. Aber nichtsdestotrotz können wir da wirklich nah dran bleiben. Und dementsprechend würde ich auch sagen, starten wir rein ins Spiel. Wir simulieren das Ganze hier, gehen rein und hoffen mal, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Das tun wir. Gewinnen hier mit 2:1. Ja, machen leider keinen Treffer. 6-8er Bewertung, kein gutes Spiel hier von uns persönlich, aber immerhin 3 Punkte für Liverpool. Weiter geht's für uns jetzt hier tatsächlich, aber für Deutschland, unser nächster Gegner ist hier Polen. Und dann würde ich sagen, können wir da auch direkt reinstarten ins Spiel. Wir kommen hier rein in der 57. Spielminute, tatsächlich als Stürmer, finde ich sehr, sehr geil. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so machen können gegen die Polen mit einer Mannschaft, die schon wieder sehr, sehr experimentell aussieht. Und hier werden wir jetzt eingewechselt, kommen also rein für Kevin Volland und haben jetzt wirklich noch ein paar Minuten zu spielen und können auch vielleicht zeigen, was wir können. Ziel eine 6-5er Bewertung, ein Schuss aufs Tor und eine Dribbling-Erfolgsquote von 30%. Ich denke, das sind Ziele, die wir durchaus alle erreichen können. Erste Abschlusschance hier im Spiel. Geht aber nicht auf unser Konto, sondern auf das Konto von, ich glaube, es ist Marco Reus. Gute Möglichkeit, aber der polnische Keeper hat da auch keine großen Probleme, das Ding hier zu halten. Aber auch die Polen sind jetzt hier das erste Mal im Strafraum. Pfostentreffer, es steht nur 1:0. Das ist noch ein knappes Spiel hier. Und klar ist auch, es ist zwar nur ein Testspiel, aber warum sollten die Polen hier nicht noch versuchen, das Spiel zu drehen? Umschaltmöglichkeit, Marco Reus, langer hoher Ball auf uns. Wir nehmen das Ding runter, ziehen nach innen. Werden da aber auch gut angegangen. Finden den Abschluss. Beste Möglichkeit hier bisher von uns im Spiel. Schade, dass wir da nicht mehr rausmachen konnten. Möglichkeit jetzt hier, Rüdiger mit dem Pass auf uns, wunderbarer Laufweg, Abschluss! Und da ist das 2:0, da ist unser Treffer. Sehr, sehr schön und somit haben wir, glaube ich, auch alle Ziele erreicht. Ich glaube, die hatten wir aber auch schon vorher tatsächlich. Aber auch hier wieder wunderbarer Pass von Rüdiger und wir natürlich aus der Position machen das Ding. Und man muss sagen, wir kommen der Startformation bei Deutschland hier immer weiter näher. Und das war es dann hier auch mit dem Spiel. Wir gewinnen also mit 2:0. Gegen die Polen hier im Freundschaftsspiel. Für uns persönlich natürlich ein gutes Spiel. Alle Ziele erreichen, Tor gemacht und der Startformation wieder ein bisschen näher gekommen. Nächstes Testspiel dann. Mal gucken, was da noch angeht. Und wir sehen es hier. Hansi Flick ist sehr, sehr zufrieden mit uns. Plus 25. Wir sind wirklich ganz, ganz knapp an der Startformation dran. Es reicht hier aber dennoch gegen Finnland noch nicht für die Startformation. Wir werden also wieder eingewechselt. Kommen hier rein in der 55. Spielminute. Wieder für Kevin Volland. Ja, wieder mal im Sturm unterwegs. Mannschaftstechnisch ist das wieder sehr interessant mit Günther und Jansen drin. Naja, aber wir starten rein ins Spiel und gucken mal, was wir so machen können. Ziele hier heute sind eine Spielerbewertung von 6,5, eine erfolgreiche Dribblingsquote von 30% und offensive Pässe 3 Stück in der gegnerischen Hälfte. Ich denke, das ist alles wieder sehr, sehr machbar. Habe ich gerade einfach aus Versehen weggeklickt, deswegen gucken wir uns das jetzt hier mal im Menü an. Aber ich denke, das ist wie gesagt alles gut machbar. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel. Ecke wird ausgeführt. Schauen wir mal, was für uns hier heute möglich ist. Flanke kommt jetzt hier mal. Wir setzen uns durch. Knapp vorbei. Bei Ecken sind wir, oder bei Flanken generell, sind wir meistens nicht so richtig gut, weil wir halt nicht der Riese sind. Aber hier kommen wir tatsächlich mal zum Kopfball. Leider aber nicht den Kopfball aufs Tor. Chance jetzt hier. Gehen außen vorbei. Bringen jetzt die Flanke. Und da setzt er sich durch. Und wir holen uns die Vorlage. Richtig schöne Flanke, aber auch wirklich stark durchgesetzt hier im Kopfball. Weiß gar nicht, wer das hier sein soll. Jansen, wer auch immer du bist, aber schön gemacht. Setzt sich da wunderbar mit dem Kopfball durch. Setzt das Ding da rechts oben perfekt rein. Wir holen uns hier die Vorlage, auch von uns natürlich gut gemacht. Mit Tempo hier am Verteidiger vorbei. Zack, Ball reingebracht. Schön, und somit Deutschland hier mit 1:0 vorne. Mehr passiert hier in dem Spiel aber auch nicht. 1:0 also am Ende für Deutschland. Nächster Sieg hier im Freundschaftsspiel. Nicht hundertprozentig überzeugend, aber am Ende Sieg ist Sieg. Von uns wieder eine Vorlage, wieder alle Ziele erreicht. Nicht ganz das optimierte Ziel bei den Pässen erreicht, muss man sagen. Leider um einen Pass, aber alles in allem trotzdem eine gute Partie von uns und von Deutschland.
holen uns hier sogar noch die Man of the Match Trophäe, obwohl wir nicht mal das Tor geschossen haben, und gehen bei Hansi Flick tatsächlich in die Startelf. Darüber können wir uns hier aber nicht allzu lange freuen, denn es geht weiter in der Premier League mit einem absoluten Topspiel. FC Liverpool gegen Aston Villa klingt nicht nach Topspiel, ist es aber. Zweiter gegen Vierter. Aston Villa gegen den FC Liverpool. Und wenn wir gewinnen, ziehen wir an ihnen vorbei. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Spiel hier heute. Ziel ist eine Spielerwertung von 8,5. Ballbesitzquote von 60% kannst du jetzt schon vergessen. Und erzielen mindestens 2 Tore. Ach du Kacke. Das sind happige Ziele. Das wird richtig, richtig schwer. Wir nehmen die Spielerbewertung oder die Tore. Nehmen wir die Tore, aber das ist alles richtig schwer. Aber beide Mannschaften sind hier bereit. Wir stehen im Anschlusskreis. Wir spielen den Ball. Und los geht's hier mit dem Topspiel zwischen Aston Villa und dem FC Liverpool. Jordan Henderson legt den Ball ab für uns. Wir gehen vorbei. Jordan Henderson mit dem wunderbaren Pass. Und wir machen unseren Treffer. 1:0 für den FC Liverpool. Warum wurde das jetzt gerade übersprungen? Warum können wir das Tor nicht nochmal sehen? Hä? Ich habe halt nichts mehr gedrückt nach dem Jubel. Und FIFA überspringt das einfach alles. Ja, perfekt. Keine Ahnung, was das hier war, aber wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wunderbares Zusammenspiel zwischen uns und Henderson hier neben dem Abschluss. Perfekt platziert. Richtig, richtig gut gemacht. Aber auch Aston Villa kommt hier und sie machen das 1:1. Leon Bailey mit dem Treffer und den trifft er ganz genau. Der hat wirklich perfekt oben reingepasst. Keine Möglichkeiten hier für Alisson da irgendwas zu halten. Und so ist das Spiel hier wieder ausgeglichen. Ganz unverdient ist das nicht. Es ist bisher schon auch ein ausgeglichenes Spiel, so vom allgemeinen Eindruck, den ich hier habe. Ja, auch gut gespielt. Und schon wieder ist Aston Villa da. 2:1. Das ist zu einfach. Claude Maurice hier mit dem Treffer. Und die Defensive von Liverpool bleibt einfach nicht gut genug. Da darf man so einfach niemals durchkommen. Zack, ein Ball. Trent Alexander-Arnold ist ausgespielt. Und wieder ein perfekter Abschluss. Und wieder ist Aston Villa frei durch. Diesmal ist aber Alisson Becker da. Es bleibt halt aber dabei. Die Defensive von Liverpool ist einfach unglaublich schlecht. Und das macht wirklich Probleme. Jetzt kommen wir hier mal. Gehen mit Tempo vorbei. Wunderbar gemacht. Und wir machen unseren Treffer. 2:2. Bam! Eckfahne weg mit dem Kopf. Immerhin einer ist hier im Spiel, auch wenn es nur wir sind. Aber perfekt gemacht, mit Tempo vorbeigegangen. Zack, Abschluss wieder mit links. Keine Chance für den Keeper. Und wieder alles ausgeglichen. Zum Glück ist die erste Halbzeit jetzt hier aber erstmal vorbei. 2:2 also. Ja, es bleibt dabei. Defensiv Liverpool die Saison einfach nicht gut genug, um wirklich um den Titel zu spielen. Dennoch sind wir da immer noch drin. Was auch daran hängt, dass wir einfach wieder ein gutes Spiel haben. Denn man muss sagen, ohne uns lässt hier für Liverpool echt nicht gut aus. Aber die erste Chance hier in der zweiten Halbzeit gehört direkt wieder Aston Villa. Alisson Becker mit einer starken Parade. Also ohne den sähe es hier auch nochmal ein ganzes Stück übler aus. Kriegen hier den Ball. Naby Keita legt nochmal ab auf uns. Finden hier den Abschluss. Die zweite Halbzeit bisher wirklich entspannter. Klar, immer noch defensiv ein paar Fehler, aber Liverpool mit mehr Ballbesitz, mehr Kontrolle im Spiel. Dafür ein paar weniger Abschlusschancen. Salah versucht's hier mal. Guter Abschluss. Leider ist wieder der Keeper da. Somit bleibt es hier erstmal beim 2:2. Aber bisher ist es hier wirklich noch möglich in der zweiten Halbzeit. Im Strafraum haben wir jetzt hier den Ball. Drehen uns. Suchen den Abschluss nochmal. Wieder ist der Keeper da. Auch kurz vor Schluss bleibt es hier leider beim 2:2. Aber der Druck wächst. Und plötzlich Aston Villa nochmal frei durch. Leon Bailey, Roberts macht Druck. 91. Spielminute. Wir kassieren das 3:2. Und es sieht so aus, als würden wir das Spiel hier tatsächlich noch verlieren. Nachdem es wirklich die ganze Zeit so aussah, als würden wir vielleicht noch das 3:2 machen. Ja, aber viel zu viel Platz an der Mitte. Ich weiß nicht, wer da verteidigt, aber es ist halt einfach schlecht. Und das war es dann hier leider auch. Wir verlieren mit 3:2 gegen Aston Villa, damit die Möglichkeit, an ihn vorbeizugehen, leider nicht genutzt. Und es bleibt dabei, es ist die Defensive von Liverpool, die einfach nicht gut genug ist in dieser Saison. Offensiv von uns persönlich natürlich ein überragendes Spiel, muss man ganz klar so sagen. 10-0er Bewertung hier am Ende, also wirklich überragend. Aber wir müssen irgendwie diese Defensive in den Griff bekommen, wenn wir dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen wollen.
Wir haben ja sogar noch 2 von 3 Zielen erreicht, uns immer wieder Man of the Match geworden. Aber klar, was hilft uns ein Man of the Match, wenn wir das Spiel verlieren? Aber muss dabei bleiben. Für uns persönlich läuft es hier richtig gut. Man sieht's. Erster in den Torjägern in der Premier League mit 11 Treffern in 12 Spielen, knapp vor Danny Ings von unserem letzten Gegner Aston Villa. Wo wir dieses Jahr aber weiterhin nicht so stark sind wie letztes Jahr, ist bei den Vorlagen tatsächlich. Da haben wir nur 2 in 12 Spielen. Daran könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten, dass wir da dieses Jahr auch noch mal ein bisschen besser werden. Eine Möglichkeit habe ich jetzt aber tatsächlich gefunden, wie wir die Defensive vielleicht noch mal stärken. Und zwar packen wir hier die defensive Abdeckung drauf, denn die Defensivwerte aller Teammitglieder wird noch mal verstärkt. Ich hoffe einfach, dass das vielleicht unserer Defensive noch so ein bisschen den Push gibt, dass sie noch ein bisschen besser performen kann. Denn klar ist hier, im nächsten Spiel brauchen wir es. Es geht gegen den FC Barcelona. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle, dann sehen wir schon, es ist ganz, ganz eng. Punktgleich nach 4 Spieltagen. Letztes Spiel gegen sie, doch relativ klar verloren. Muss besser werden, aber klar ist auch, gewinnen wir da. Kriegen wir noch Platz 1 in dieser Champions-League-Gruppe? Denn, ja, Salzburg und Spartak Moskau sind da jetzt nicht die Gegner. Es geht nur zwischen Liverpool und dem FC Barcelona. Das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel. Das Ganze gehen wir aber erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn es so ist, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo für den Kanal da. Denn dann sehen wir uns mal das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I'm not the girl, the